Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich versuche mich einigermaßen kurz zu fassen. Herr Hafke hat den ein oder anderen kritischen Punkt gerade schon genannt. Ich möchte noch mal auf drei Punkte tatsächlich eingehen und vorwegnehmen, dass wir uns als Piratenfraktion halt eben bei der Abstimmung dann ebenfalls gleich enthalten werden und dem Gesetz nicht zustimmen können. Der erste Punkt ist, wir sehen kritisch die unterschiedliche Punktbewertung für Erst- und Folgeberatungstermine. Die Punktbewertung führt dazu, dass der Fokus halt in Richtung der Erstgespräche geht. Das ist auch hier bei der Anhörung letzten Endes erwähnt worden, unter anderem von den kommunalen Spitzenverbänden ist das eben kritisiert worden. Wir sehen eine Benachteiligung bei dieser Bepunktung auch hinsichtlich der präventiven Gruppenarbeit der Beratungsstellen. Dort ist es so, dass neben Beratungsgesprächen auch Gruppenveranstaltungen mit bestimmten Zielgruppen zur präventiven Sexualaufklärung dazugehören, Kinder, junge Erwachsene, Mütter, Väter und Multiplikatoren, welche geschult werden müssen. Hiermit wird die Arbeit in den Beratungsgesprächen an sich sinnvoll ergänzt. Beratungsstellen allerdings, die einen Schwerpunkt auf solche Gruppenveranstaltungen legen, haben halt durch die Bepunktung, wie sie hier aufgeführt wird, einen entsprechenden Nachteil dann zu erwarten. Der zweite Punkt ist, da teilen wir die Bedenken der freien Wohlfahrtspflege ebenfalls aus der Anhörung. Ich darf da einmal zitieren, die freie Wohlfahrtspflege, die bisher gute und konstruktive Zusammenarbeit im Sinne der Ratsuchenden wird dadurch belastet, weil man ungern die Zahlen an andere Beratungsstellen abgeben möchte, auch wenn sie fachlich einen anderen Schwerpunkt setzen und eigentlich besser helfen könnten. Wir möchten für alle Hilfesuchenden letzten Endes die bestmögliche Versorgung sichern. Eine Benachteiligung der Klienten aufgrund von finanziellen Interessen der Beratungsstellen, die dort entstehen können, ist bedenklich. Drittens, das Ausführungsgesetz, so wie es jetzt vorliegt, entspricht den unteren Standards des Bundesgesetzes. Nachdem mindestens eine Beratungskraft für 40.000 Einwohner zur Verfügung stehen müssen, Frau Kopper hatte das eingangs auch erwähnt, bei Bedarf sollten mehr Fachkräfte eingesetzt werden. Wir würden begrüßen, wenn die Beratungs- und Präventionsangebote an dieser Stelle ausgebaut würden. Wir haben am 25. September bei unserer gemeinsamen Anhörung hier die Experten gehört. Es gab keinen Experten, der dem Gesetz so komplett zustimmen konnte. Es gab von allen Experten Kritikpunkte an den verschiedenen Stellen, unter anderem an den dreien, die ich eben hier auch erwähnt hatte. Wir begrüßen jedoch den Entschließungsantrag. Dem Entschließungsantrag werden wir zustimmen, weil wir es für sinnvoll halten, dass natürlich die Situation weiter überprüft wird und wir uns dann halt zu gegebener Zeit wieder darüber unterhalten können und schauen können, ob das Gesetz so in der Form, wie wir es dann heute mit der Mehrheit des Hauses hier verabschieden werden, auch tatsächlich sinnvoll war. Vielen Dank und einen schönen Abend. Vielen Dank, Herr Kollege Düngel.